Herzlich willkommen zu der dritten Folge der Reihe der Open Video Lectures Co-Science. Herzlich willkommen virtuell hier in Hannover an der TIB. Wir freuen uns, das dritte Mal etwas präsentieren zu können. Und diesmal geht es um das Thema Management von vernetzten Forschungsprojekten. Projektmanagement ist sowieso schon eine Kunst für sich, aber da ist das nochmal in unserem Kontext von vernetztem wissenschaftlichen Arbeiten eine ganz besondere Sache. Bevor wir inhaltlich loslegen mit dem Vortrag heute von Christian Heise vom Hybrid Publishing Lab der Leuphana Universität in Lüneburg, nochmal die Spielregeln oder die Möglichkeiten, die Sie als Teilnehmende haben. Es ist so, dass Sie jetzt gleich die Präsentation sehen und hören werden von Christian Heise, der diesmal aus der Ferne zugeschaltet ist. Der ist nicht hier in Hannover im Moment. Und Sie haben schon während das läuft die Möglichkeit, sich am Chat zu beteiligen und Fragen zu stellen in dem Fragenfenster, das Sie bei sich auf dem Bildschirm sehen. Das funktioniert also so, dass wenn Sie irgendwie einen Einwurf haben oder uns darauf hinweisen wollen, dass technisch irgendwie eine Frage besteht, Sie den Chat benutzen können und Sie ansonsten inhaltliche Fragen an Christian Heise und zu dem Thema einfach in dieses Fragefenster eingeben können. Und im Anschluss an Christians Vortrag werde ich dann diese Fragen aufsammeln und Christian damit bombardieren. Und dann werden wir ein bisschen darüber plaudern und das Thema soweit abschließen. Da wir diesmal, das kann man schon vorab so als Einschätzung mal sagen, nur diesen einen Vortrag haben und nicht wie sonst zwei Vorträge, wird die Veranstaltung sicherlich keine ganze Stunde dauern. Damit sind, glaube ich, alle wichtigen Dinge gesagt. Ach so, ein letztes noch. Wie immer wird auch diese Veranstaltung hier aufgezeichnet. Wir möchten das Ganze immer als Open Educational Resource, also unter einer freien Lizenz, als Video dann zur Verfügung stellen. Ja, es ist ein Teil dieses Co-Science-Projekts hier. Und es ist so, dass wenn Sie hier Fragen stellen, Ihr Name damit nicht in Verbindung steht. Das heißt, Sie können einfach Ihre Fragen reinwerfen. Mitgezeichnet wird tatsächlich nur das laufende Bild, die Präsentation und die Fragen, wie sie hier gestellt werden als solche. Okay, und jetzt freue ich mich, übergeben zu können an Christian, der hoffentlich schon in den Startlöchern steht. Ja, und der tut es auch, ich sehe es hier. Christian, die Bühne gehört dir. Hallo, ich hoffe, dass man dir ganz ehrlich sagen, es ist quasi mein erstes Mal mit Adobe Connect. Ich bin das schon ein paar Mal mit Google Hangouts gemacht, versuche das aber heute mal mit dem Programm. Vielleicht erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin Christian Heise. Wie Lambert schon gesagt hat, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hybrid Publishing Lab. Das Hybrid Publishing Lab ist quasi eins der Labs oder Labore des Zentrum für digitale Kulturen, kurz auch CDC, also Center for Digital Cultures, an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und wir beschäftigen uns, wie der Name eben schon sagt, mit dem Thema digitale Kulturen als Ganzes, aber eben im Fokus bei uns am Lab auch mit dem Thema Hybrid Publishing und vor allem wissenschaftliche Kommunikation, also Schlagwörter wie gerade eben schon gefallen, Open Educational Resources, Open Access, Digitalisierung und Transformation von Wissen. Das sind so Aspekte, mit denen wir uns in einem dreijährigen EFRE-geförderten EU-Projekt beschäftigen, was leider Mitte des nächsten Jahres auslaufen wird. Aber den Link zum Ende auch nochmal mit eingebaut. Auf hybridpublishing.org findet man viele Informationen zu den Tätigkeiten, Forschungstätigkeiten, die wir durchführen und auch zu unserer Konferenz, auf der wir Lambert ja auch koordinieren durften, vor kurzem Anfang November. Aber zum Thema. Das Thema ist Projektmanagement in vernetzten Forschungsprojekten. Kann man jetzt fragen, warum ich dafür prädestiniert bin, darüber zu sprechen. Zum einen habe ich mit Christian Hauschke zusammen in einem anderen Projekt des Open Science Labs der TIB Hannover einen Text geschrieben. Das Buch heißt Co-Science. Da gibt es einen kleinen Text, den wir verfasst haben zum Thema Organisation von Forschungsprojekten. Und das trifft aber im Rahmen von Co-Science vor allem auf kollaborative Forschungsprojekte oder eben vernetzte Forschungsprojekte zu. Und anhand dieses Textes ist auch so ein bisschen diese Präsentation bzw. der Vortrag entstanden. Kurzer Hinweis, ich habe mich mit Bildern knapp gehalten, obwohl ich ein großer Freund von Bildern bin. Nichtsdestotrotz habe ich zwei eingebaut. Also falls es zu textlastig wird, immer daran glauben, dass noch ein schönes Bild kommt, vor allem am Ende. Dann starten wir mal mit der Präsentation.
Zu Foster sage ich jetzt nichts mehr. Ich glaube, das hat Lambert gerade eben schon gesagt. Grundsätzlich aber erstmal so ein Einstieg und die Definition, die ich hier gemacht habe, ist sehr, sehr vage, aber soll so ein bisschen den Einblick dahin geben, was vom Prinzip her mit vernetzten Forschungsprojekten gemeint ist. Es sind eben primär Projekte, die in virtuellen Umgebungen stattfinden und wo der Fokus bzw. die Hürde darin liegt, dass es eher sehr wenig bzw. überhaupt keine Vor-Ort-Zusammenarbeit gibt. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir später nochmal, aber wie gesagt, kurze Zusammenfassung: bei vernetzten Forschungsprojekten, auch im Rahmen dieses Co-Science-Projekts, geht es eben darum, dass Forscher bzw. Wissenschaftler verteilt über das ganze Land, vielleicht sogar international gucken, beziehungsweise konkret an einem Projekt zusammenarbeiten, an einem Forschungsprojekt und eben da mit den Hürden des Projektmanagements zu kämpfen haben, aber eben nicht nur des klassischen, sondern auch vielleicht neuerer Methoden. Grundsätzlich eben einer der Kernpunkte der Unterschiede zu herkömmlichen und analogen Projekten, dass das Projekt grundsätzlich von Anfang an unter dem Verdacht steht, weniger verbindlich zu sein. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und wie gesagt, jetzt auch nochmal der Bogen, warum ich darüber sprechen kann. Das Hybrid Publishing Lab arbeitet im weitesten Sinne dezentral. Also wir treffen uns einmal im Monat eine gesamte Woche in Lüneburg und den Rest der Zeit sind die Kollegen aber teilweise über ganz andere Länder verteilt und arbeiten an den Projekten beziehungsweise an dem Kernprojekt. Also ich war in positiver wie leidvoller Erfahrung, in einem großen vernetzten Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Und das ist halt einer der Kernpunkte oder einer der Kritiken, die ich immer wieder höre von externen, aber auch bei vielen anderen Projekten, an denen ich beteiligt bin, dass eben der Grad der Verbindlichkeit recht gering ist. Deswegen kommen wir auch zu ein bisschen zu einer Grundvoraussetzung von vernetzten Forschungsprojekten, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und auch in unserem Text sehr zum Tragen kommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Vertrauen eine Grundvoraussetzung ist oder eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um in virtuellen Organisationen beziehungsweise in vernetzten Projekten erfolgreich zu sein. Und das liegt eben daran, dass gerade in diesen virtuellen Umgebungen weder die formalen Verpflichtungen wie in einer klassischen hierarchischen Organisation vorherrschen, letztendlich und vor allem aber auch die freien Marktbeziehungen innerhalb der virtuellen Organisation nicht so bestehen wie in klassischen Projektarbeit. Da gibt es eine ganz gute Empfehlung und unten ist die DOI bzw. die Publikation auch verlinkt. Das ist eine Studie, eine Fallstudie, die 2001 gemacht wurde. Eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn es, wenn man sich da so anguckt, da schon viel getan hat, vor allem auch auf der technologischen Seite, auf der Entwicklungsseite, sowas wie Adobe Connect gab es, glaube ich, 2001 noch nicht. Nichtsdestotrotz gab es Telefoncalls und ähnliches. Und die Probleme haben sich grundlegend nicht geändert, sondern haben sich vielleicht ein bisschen weiter ausdifferenziert. Vielleicht zu dem kurzen Aufbau oder zu dem Inhalt dieses Vortrags. Ich will ganz kurz was zu den grundsätzlichen Zielen und Aufträgen sagen, was zu dem wichtigen Themenbereich Verantwortlichkeiten und Kommunikation. Ich habe so ein bisschen versucht, die Themen auch zu bündeln, damit es nicht zu lang wird. Dokumentation, ganz wichtiger Punkt, gerade bei digitalen vernetzten Projekten. Gemeinsame Sprache hat auch fast so ein bisschen so einen psychologischen Aspekt, ist aber eben gerade, wenn Leute sich eben nicht tagtäglich im Büro gegenüber sitzen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, zu dem ich noch was sagen möchte. Werkzeuge und Prozesse werden ja häufig als Allheilmittel gesehen, sind es eben doch nicht immer, spielen aber eine ganz wichtige Rolle. Dann sechstens zum Thema Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit, Disziplin. Wenn man es mal so fassen kann, ist einer der wichtigsten Faktoren, um die Vorteile von dezentralen Projekten wirklich wirken zu lassen. Das wird in dem Aspekt oder beziehungsweise in dem Themenbereich ein bisschen angesprochen. Archivierung, ganz wichtiges Thema, wird Lambert sicher auch bestätigen können. Was passiert eigentlich mit der Langzeitdokumentation der Arbeit, die ihr oder wir oder Sie machen? Das Thema Scheitern wird immer unterschätzt, vor allem leider auch in der Wissenschaft. Beziehungsweise wird es selten kommuniziert. Ganz wichtiger Punkt aus der agilen Softwareentwicklung, die wir auch häufiger in dem Vortrag aufgreifen werden, ist das Thema Retrospektiven, also einen Rückblick zu wagen auf das Geschehene und daraus zu lernen. Und last but not least ist das Thema Teamwork einfach noch wichtig. Ziele und Aufträge, erster Aspekt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man klare und gemeinsame Ziele von Anfang an definiert. Jemand, der schon mal in Forschungsprojekten gearbeitet hat, auch vernetzt, ob jetzt vernetzt oder nicht, das,
werden Sie vielleicht schon mal erlebt haben. Einige haben ja auch in der Umfrage da schon gesagt, dass sie das kennen. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an ein gemeinsames Verständnis hat, was eigentlich die gemeinsamen Ziele und vor allem auch die Aufträge zur Umsetzung des Forschungsprojekts darstellt. Die Zieldefinition ist und bleibt, egal ob jetzt analog oder digital, ein elementarer Bestandteil der Projektorganisation. Und dabei sind vor allem Aspekte wichtig, wie die verständliche Formulierung des Projektziels, ein gemeinsames Ziel oder gemeinsame Ziele zu definieren. Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Deswegen sind es zwei einzelne Punkte, dass das Projektziel nicht zwangsläufig immer das gemeinsame Ziel sein muss, obwohl die sich natürlich schon annähern sollten. Aber es gibt viele Projekte, wo das eben nicht so ist, sodass es nicht per se schlecht. Nächster Punkt, und das gilt vor allem für digitale Projekte, ist, dass das stets und ständig überprüfbar sein sollte, inwiefern die Entwicklung des Projekts voranschreitet. Das sollte versucht werden, möglichst in quantifizierbaren Anforderungen zu definieren. Und ganz klar, die Unterteilung in Teilzielen ist sehr hilfreich. Und das hilfreich ist, weil aus diesen Teilzielen letztendlich oder Meilensteinen konkrete Aufgaben entstehen können, die dann wiederum einem Teil der vernetzten virtuellen Organisation oder beziehungsweise in dem vernetzten Projekt einer Teilorganisation oder einer Person die Aufgabe konkret zugeschoben werden kann, damit die Abarbeitung auch fokussiert und vernünftig funktioniert. Wie gesagt, letztendlich ganz wichtig für alle muss es verständlich und überprüfbar formuliert werden. Und da kommen wir dann schon fast zu dem Aspekt, den wir später nochmal aufgreifen. Abhängigkeiten sind ganz wichtig zu identifizieren und natürlich auch die Fristen zu setzen. Das betrifft so ein bisschen diesen Aspekt Disziplin. Ziele evaluieren ist ja auch einer der ersten Teilaspekte, die ganz wichtig ist, gerade aus der Open Source Softwareentwicklung, aber grundsätzlich auch in der Softwareentwicklung geht es eben darum, Ziele nicht nur zu evaluieren, sondern gegebenenfalls auch dem Umfeld anzupassen, beziehungsweise auf Veränderungen zu reagieren. Kennt man aus Forschungsprojekten, ein Forschungspartner steigt aus, Personen ändern sich, vielleicht, wie gesagt, ändert sich ein bisschen der Scope des Projekts, das Ziel. Vielleicht haben Ergebnisse im Rahmen oder Zwischenergebnisse im Rahmen des Forschungsprojekts auch einen Einfluss auf das Ziel. Deswegen sollte man ständig auf der Hut sein, beziehungsweise sich auch ständig offen dafür zeigen, die Ziele immer wieder zu monitoren, zu überwachen, zu evaluieren und gegebenenfalls auch anzupassen, wenn man das Gefühl hat, dass das Gesamtprojektziel in Gefahr steht. Also grundsätzlich Festlegung von Meilensteinen und Aufgaben ist sehr, sehr wichtig, aber kein Selbstzweck. Man sollte immer einen Raum zur Veränderung geben. Die Umformulierung der Ziele ist manchmal eben unumgänglich. Kenne ich aus eigener Erfahrung in vielen Projekten. Deswegen gibt es ja auch so schöne deutsche Wörter wie Folgeanträge und ähnliches, beziehungsweise Änderungsanträge. Wir arbeiten im englischen Rahmen bei unserem Hybrid Publishing Lab und wir können unsere englischen Kollegen immer wieder mit quasi unübersetzbaren Worten wie Änderungsantrag überraschen, was eben doch häufiger vorkommt, aber eben ein ganz normaler Prozess ist, aber das muss man eben auch wahrnehmen und von Anfang an so kommunizieren. Unflexible Projektmanagementstrukturen sollte man immer vermeiden, also ein zu großer Overhead an Projektkoordination ist genauso schädlich wie gar keine Projektkoordination. Und ein gutes Beispiel eben ist immer vor sich mal im Rahmen oder im Rahmen der Open Source Entwicklung umzuschauen und zu gucken, was es da so gibt. Da ist jetzt hier ein kleines Beispiel eingebracht, das werde ich versuchen, auch bei den nächsten Punkten immer wieder zu machen, kleine Beispiele einzubauen. Das ist ein Zitat aus dem Agile Manifesto. Das Wort da ist auch verlinkt, da kann man draufklicken. Ich hoffe, dass die Leute da nicht rausfliegen, sondern sich ein neues Fenster öffnet. Ich glaube schon, beim Test war das zumindest so. Das ist ein Manifest, was schon recht früh, ich glaube 2001, erstellt wurde. Da geht es um agile Softwareentwicklung. Im klassischen Sinne eigentlich auch ein bisschen um Projektmanagement. Und da sind ein paar ganz gute Tipps drin, wie man welche oder Grundsätze drin, die man bei der Projektarbeit und Projektkoordination und Projektorganisation beachten sollte. Zum Beispiel in dem Fall hier Ziele evaluieren und gegebenenfalls korrigieren, ist dieses Zitat drin, dass man eben grundsätzlich bereit sein sollte, auf Veränderungen einzugehen. Kommen wir zu Verantwortlichkeiten und Rollen. Wie gesagt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil eben gerade bei vernetzten Projekten sich die Leute eben nicht immer treffen und klar gegenüber definieren können, welche Aufgaben sie eigentlich haben. Deswegen sollte das gerade bei vernetzten Projekten klar und offen, auch in großer Runde klar sein. Nicht nur, um die Reibungsverluste zu vermeiden, die es vielleicht geben könnte, wenn sich jemand auf den oder seinen Projektbereich infiltriert sieht, sondern eben auch, um Unstimmigkeiten von vornherein aus dem Weg zu gehen. Eine klare Aufgabenverteilung ist eine der größten Herausforderungen, wie gerade schon angesprochen und vorhin auch. Es muss immer letztendlich klar sein, in welcher Situation werden welche Entscheidungen trifft.
Ja, das ein bisschen im analogen Projektmanagement ist aber hier eben noch wichtiger, gerade wenn es um die in größeren vernetzten Projekten um die Verteilung von Unteraufgaben geht und die Veränderung von Zielen, muss einfach klar sein, wer die Entscheidung an den jeweiligen Stellen trifft. Und das sollte im Vorhinein schon klar sein, beziehungsweise auch im Projektverlauf immer wieder klar kommuniziert werden. Nur eine klare Verteilung stellt letztendlich sicher, dass alle Teilnehmer ein klares, deutliches, aber vor allem auch ein gemeinsames Verständnis des Projekts haben. Das greift so ein bisschen diesen Punkt auf, den ich vorher schon angesprochen habe, bezüglich der Zieldefinition. Letztendlich Kernargument, warum das in vernetzten Projekten gerade wichtig ist, da gibt es keinen kurzen Dienstweg. Also man kann nicht mal eben kurz rübergehen ins andere Büro und den Kollegen fragen, wie das gemeint war, sondern es muss von vornherein klar sein, und man kann und sollte die Strukturen dann nicht übergehen. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass beim Einsatz von Verwaltungs- oder Kommunikationssoftware versucht werden sollte, diese Rollen wirklich so gut es geht. Hier steht 1:1, das ist eigentlich fast unmöglich, möchte ich behaupten, aber es sollte versucht werden, so gut es geht, diese Verantwortlichkeiten abzubilden und auch darzustellen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt 3. Die ersten Punkte dauern ein bisschen länger, die letzten werden dann ein bisschen kürzer. Kommunikation und Dokumentation, habe ich eingangs auch gesagt, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig in Projekten, sollte aber eigentlich auch allen, mindestens den staatlich finanzierten Forschungsprojekten, doch sehr, sehr wichtig sein. Eine umfassende Kommunikationsstrategie ist einfach sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig nicht nur intern für das Projekt, damit eben Situationen vermieden werden können, wo der eine nicht weiß, was der andere tut, sondern auch extern für die Kommunikation gegenüber dem Forschungsförderer, aber auch gegenüber anderen Stakeholdern wie Öffentlichkeit, Politik, Forschungsbezahler, letztendlich Steuerzahler oder ähnliches. Deswegen ist das, sollte das immer sollte das mit sehr viel Attention quasi berücksichtigt werden, dass viel und umfassend über das Projekt kommuniziert wird. Habe ich ja gerade angesprochen, grundsätzliche Gefahr dabei ist eben immer, dass es einen unterschiedlichen Informationsstand zwischen den Teilnehmern gibt. Es ist selten, also man kann es selten ausschließen, dass es einen unterschiedlichen Informationsstand gibt, aber man sollte versuchen, den so gering wie möglich zu halten. Wichtig dabei ist eben auch, dass alle Projektfortschritte, aber eben auch Rückschläge klar dokumentiert werden müssen und allen auch einfach zugänglich sein müssen. Also es bringt nichts, das tief in einem Wiki zu verstecken oder in einem System, und zu den technischen Hürden kommen wir später nochmal, sondern es muss einfach und offen zugänglich sein, wo das Projekt gerade steht und was es für Herausforderungen gibt. Wichtig ist dabei eben auch ein gemeinsames Werkzeug zu finden, was alle akzeptieren. Also diese Tool-Debatten, die in vernetzten Projekten gearbeitet haben, kennen die sicher schon, aber diese Tool-Debatten kann man sich eigentlich sparen, weil es eigentlich nicht ausschlaggebend ist, welche Software eigentlich den besten Umfang hat oder die meisten Funktionen aufweist oder vielleicht auch politisch am sinnvollsten ist, sondern es sollte immer das Werkzeug gewählt werden, was von allen bedient werden kann. Projektmanagement-Software ist eben kein Substitut für eine effektive Planung und vor allem für die Themen zwischenmenschliche Fähigkeiten, beziehungsweise Projektmanagement-Software wird keine zwischenmenschlichen Probleme klären. Deswegen ist ein Tipp hier an der Stelle auch immer, wirklich eher zu versuchen, auf simple Werkzeuge zu setzen, mit denen einen gleich arbeiten kann. Ein kleines Beispiel aus unserem Projekt ist Mantis. Mantis ist eine Bug-Tracking-Software, kommt eben auch aus der Softwareentwicklung. Da gibt es eben die Möglichkeit für Nutzer oder Tester immer Fehler einzutragen, die bei einem Entwicklungsprozess einer Software entstehen. Und dieses Ticket, was dann erstellt wird, kann von einem Programmierer aufgegriffen werden und abgearbeitet werden. Wir nutzen es zum Beispiel bei uns im Lab dazu, um gegenseitig unseren Forschungsfortschritt zu monitoren, aber auch um ähnliche Sachen wie zum Beispiel Zeiterfassung oder Steuerung von studentischen Hilfskräften zu machen. Also das Tool gibt einem immer die Möglichkeit, und es klappt mal besser, mal schlechter, aber auf eine einfache Art und Weise alle auf einem gleichen Forschungsstand zu heben, oder beziehungsweise auf einem gleichen Informationsstand zu heben, aber sie auch ihnen aktiv die Möglichkeit zu geben, darauf einzuwirken, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Also Open Source Bug Tracker aus der Softwareentwicklung oder Ticketsysteme können ein gutes Werkzeug sein, um im Projekt alle auf dem Laufenden zu halten, aber eben auch um die Partizipation zwischen den Projektteilnehmern zu fördern. Hier noch ein kleiner Tipp: Twitter als soziales Schmiermittel. Warum? Zwei Aspekte, intern wie extern. Da kommen wir auch bei Dokumentation gleich nochmal dazu. Twitter hat den großen Vorteil, und das habe ich in diversen Organisationen auch schon benutzt,
dass man die Möglichkeit hat, kurz andere Leute über das zu informieren, was man tut. Also ich habe mal in einer Organisation gearbeitet, da war es so, dass die Gruppe von Mitarbeitern alle einen geschlossenen Twitter-Account hatten, quasi mit einem, den konnte jetzt nicht jeder öffentlich lesen, sondern nur die Leute, die sich gegenseitig freigegeben haben. Und da hat man dann mal kurz einfach reingeschrieben, was man eigentlich gerade macht, an welchem Thema man gerade arbeitet, in einer kurzen Anzahl von Zeichen, sitze gerade an einer neuen Kampagne für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Und die anderen Nutzer hatten immer die Möglichkeit, dadurch, dass sie selber auch ihren aktuellen Status dort immer veröffentlicht haben, eben auch den Status der anderen Leute zu sehen und gegebenenfalls dann auch mal rückzufragen, was meinst du denn eigentlich damit? Woran sitzt du jetzt gerade eigentlich genau? Das ist die interne Perspektive. Es gibt aber auch eine externe Perspektive, wenn man das offen machen möchte. Und dazu kann man auch alle motivieren, diesen Status eben nicht nur intern in einer geschlossenen Gruppe zu machen, sondern auch nach außen zu machen. Twitter hat eben auch eine mittlerweile selbst in Deutschland eine Reichweitenwirkung, vor allem in den Forschungscommunities und ermöglicht natürlich, sich auch als Marketingkanal zu nutzen, um die Projektfortschritte transparent und offen zu kommunizieren. Gute Überleitung zum nächsten Punkt. Dokumentieren Sie Fortschritte offen und transparent. Eine externe Kommunikation ist extrem wichtig, nicht nur, weil es der Forschungsförderer will und weil es um Wissenspopularität oder ähnliches geht oder Wissenschaftspopularisierung oder weil man irgendwie versuchen will, soziale Medien zu nutzen, um auf das Projekt aufmerksam zu machen, sondern es hat auch interne Effekte. Zum Beispiel erhöht es die Verbindlichkeit bei den Teilnehmenden, weil natürlich, wenn eine klare und größere Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, sich die Teilnehmer vermutlich mehr Mühe geben, dass das Ganze auch ein Erfolg wird, beziehungsweise auch als ihr Erfolg verbucht wird. Erhöht natürlich die Identifikation der Teilnehmenden an sich mit dem Projekt, ganz klar. Und vielleicht ein dritter Punkt, der sehr progressiv ist und gerade in der klassischen Forschungslandschaft auch sehr kritisch gesehen wird, nichtsdestotrotz finde ich sehr hilfreich ist, das Thema Einholen von externem Know-how durch externe Kommunikation. Also wenn mir hier über Twitter, wenn ich jetzt ein Draft vom Prinzip her über Open Access Publikationen oder zur Verbreitung von Open Access Publikationen veröffentliche, den über Twitter verbreite und auf einem Blog poste, obwohl er eigentlich noch gar nicht richtig fertig ist, habe ich die Möglichkeit, dadurch Feedback zu bekommen, was ich vermutlich erst im Nachhinein bekomme, wenn der Flyer oder das Poster schon gedruckt ist. Das ist, glaube ich, eine ganz neue Möglichkeit, Stichwort Citizen Science und ähnliches, die man sich doch zunutze machen sollte, wenn es dann irgendwie möglich ist. Externe Kommunikation als Marketingmaßnahme verstehen, habe ich schon gesagt. Wenn wir tausendmal darüber twittern, dass Lambert und viele andere Forscher ein Buch über kollaboratives Wissenschaften oder kollaborative Wissenschaften oder digitale Wissenschaften schreiben, dann haben es irgendwann auch alle mitgekriegt. Und das ist natürlich immer wieder auch spannend letztendlich für die Publikationsverbreitung im Nachhinein. Genau, die Wahl der Instrumente ist eben immer wichtig und das gilt auch wie für die anderen Punkte auch, was in der Fachcommunity und in anderen Bereichen einfach gerade mondän ist bzw. verbreitet ist. Also man sollte sich immer bei der Wahl des Kommunikationsmediums auch überlegen, was in der jeweiligen Fächercommunity oder der Fachdisziplin wichtig ist. Dokumentation von Treffen sollte man immer machen. Protokolle sind sehr, sehr mächtig, also nicht nur von politischer Sphäre her, sondern sie sind auch erstellt oder geben einem auch die Möglichkeit, eben ein gemeinsames Verständnis vom Projektfortschritt zu erfassen. Deswegen sind Etherpads sehr geeignet dafür. Also Etherpads ist quasi ein Notizblock. Google Docs kennen einige von euch bestimmt, Etherpads vielleicht andere auch, einige vielleicht nicht. Etherpads sind quasi öffentliche Notizblöcke, wo einfach jeder reinschreiben kann und das quasi live. Und jeder hat die Möglichkeit zu sehen, an welcher Stelle jemand anders etwas verändert hat. Das hat den großen Vorteil, dass es recht einfach, also mit geringen Zugangsbarrieren möglich ist, gemeinsam ein Dokument zu schreiben. Und gerade für Protokolle hat sich das zumindest bei uns für im Arbeitsalltag wirklich sehr etabliert, um zu einem gemeinsamen Verständnis des Projektfortschritts zu kommen. Kleines Beispiel für eine gute Kommunikation ist das Projekt Wikidata. Das gehört, könnt ihr euch gerne angucken, das ist auch verlinkt. Da findet eine wöchentliche Kommunikation des Fortschritts statt. Ähnliches würde ich bei vernetzten Projekten auch vorschlagen. Also Fristen setzen kommen wir später nochmal und Zeitplan. Aber es sollte wirklich regelmäßig öffentlich oder so offen wie möglich kommuniziert werden, wo das Projekt steht. Ob das jetzt auf einer Mailingliste oder im Projekt einem Wiki ist oder über Blog-Einträge, sei mal dahingestellt. Kommen wir zur gemeinsamen Sprache. Ganz wichtiger Aspekt, habe ich teilweise schon mal angegriffen. In vernetzten Projekten müssen letztendlich alle denselben Wortschatz verwenden. Gleiche Begrifflichkeiten sind eigentlich das A und O. Dabei kann man alle nur ermuntern, lieber einmal mehr nachzufragen, um Missverständnisse früh zu vermeiden als zu spät.
Sarkasmus und vor allem meine persönliche Erfahrung, leider auch, vielleicht liegt es auch an meinen Witzen, Witze gehen nicht über virtuelle Kommunikation hinaus, also vor allem nicht im Konferenzsystem. Da kann man auf beiden Seiten sitzen, jeweils eine Seite lacht, die andere kriegt das nicht mit hin. Aber das gilt vor allem für Sarkasmus. Man sollte sich doch so gern oder so sarkastisch jemand doch sein mag, sollte sich davon fernhalten und sollte gucken, dass man immer wieder versucht, klar, mit den klaren Begrifflichkeiten und klar zu arbeiten und klar zu kommunizieren, um eben nicht Missverständnisse hervorkommen zu lassen. Wie gesagt, explizit darauf achten, dass alle Teilnehmer nicht einfach nur den gleichen Informationsstand haben, sondern dass sie auch im Projektfortschritt auf dem gleichen Stand sind. Vielleicht ein interessanter Punkt, gerade auch in unserem Projekt, aber auch in anderen Projekten. Man sollte immer gucken, dass man auf die unterschiedlichen kulturellen und begrifflichen Bedeutungen achtet. Das gilt gerade bei internationalen vernetzten bei Projekten, aber auch bei transdisziplinären Teams. Also ich glaube, wenn man jemanden aus den alten Kulturen, Rechtswissenschaftler und einen Informatiker zusammenwirft, dann verstehen die unter Literatur alle was anderes. Ja. Das sollte man immer berücksichtigen. Deswegen auch wieder hier ein kleiner Tipp zu den Begrifflichkeiten. Am Anfang sollte man versuchen, die abzufragen. Da gibt es mit Lime Surveys eine Kosten- oder eine Open-Source-Software-Lösung, die man einsetzen kann, mit der ich persönlich sehr viele gute Erfahrungen gemacht habe und mein Co-Autor damals, Christian Hautke, auch. Letztendlich kann man damit Begrifflichkeiten abfragen und man sollte die letztendlich dann auch gemeinsam definieren, an einem bestimmten Ort festhalten. Es kann ein MediaWiki sein, es kann aber auch ein Etherpad sein, es kann aber auch eine Webseite sein. Das kann manchmal auch sehr interessant sein, um wiederum den Aspekt Marketing aufzugreifen, um so eine Art Lexikon für sein eigenes Projekt zu erstellen und damit den Menschen dort draußen zu erklären, worum es eigentlich bei dem Forschungsprojekt geht. Werkzeuge und Prozesse, wie gesagt, eine ganz kurze Liste, weil die Debatte darüber eh immer wieder auftaucht und man die aber auch nicht überbewerten sollte. Werkzeuge und Prozesse sind total wichtig und gerade bei vernetzten Projekten sollten sie immer wieder den sollte man die Debatte darüber führen, wie diese eingesetzt werden und das klar auch klar strukturieren. Wichtig ist dabei aber, technische Inkompatibilitäten klar zu vermeiden. Also wenn die Hälfte der Gruppe auf dem Mac arbeitet, die andere Hälfte auf Windows, dann macht es keinen Sinn, ein ausschließliches Windows-Programm wie jetzt zum Beispiel Citavi oder ähnliches einzusetzen, sondern man sollte immer gucken, dass man, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch schon plattformübergreifend gibt, man sollte immer zu plattformübergreifenden Softwarelösungen, am besten Web-Lösungen, greifen, die die Leute von ihren verschiedenen Endgeräten, aber auch von ihren verschiedenen Softwarelösungen einfach und ohne viele Firewall-Komplikationen vielleicht auch nutzen können. Diese Tools und Werkzeuge können eben eine große Bereicherung für das Projekt sein, sind manchmal auch eigentlich nicht wegzudenken, müssen aber ordentlich eingeführt werden. Also man muss auch hier den Teilnehmern immer wieder klar machen, dass es wichtig ist, dass alle auf einem gleichen oder zumindest auf einem ähnlichen Stand sind, mit den Tools umzugehen, die eben regelmäßig eingesetzt werden sollen, weil sonst werden sie einfach nicht genutzt. Und last but not least, zumindest für den technischen Bereich, Werkzeuge lösen keine sozialen Probleme. Das ist ein Credo, was wir jetzt nicht nur aus wissenschaftlichen Forschungsprojekten oder vernetzten Forschungsprojekten kennen, sondern auch aus vielen anderen Bereichen im Rahmen der Digitalisierung. Man wird es nicht schaffen, soziale Herausforderungen zu meistern, nur indem man ein neues Tool einführt. Da spielen andere Aspekte eine viel wichtige Rolle, wie zum Beispiel klare Kommunikation und eine gemeinsame Sprache und viel kommunizieren. Zu den Prozessen. Prozesse gilt ähnliches wie für Software. Die müssen vertraut und transparent kommuniziert werden. Alle Teammitglieder müssen letztendlich wissen, was und vor allem wann die anderen etwas von ihm erwarten oder von ihnen. Das ist eine große Herausforderung an die Projektkoordination und gerade bei vernetzten Projekten ist es eben extrem wichtig, dass die Projektkoordination auch mal ein bisschen nervt, die Leute immer wieder daran erinnert und eben versucht, seinen Weg zu finden, die Teilnehmer des Projekts oder die Mitarbeiter des Projekts so zu motivieren, ein großes Interesse daran zu haben, eben diesen gleichen Wissensstand zu haben und vor allem auch zu wissen, wann sie wie was wo abliefern müssen. Auch hier, ähnlich wie bei den Werkzeugen, auch Prozesse lösen keine sozialen Probleme, dafür waren die vorherigen Seiten da. Verbindlichkeiten und Regelmäßigkeiten, ganz wichtiges Thema, auch Erfahrung aus meiner oder auch eine persönliche Erfahrung. Es ist ganz, ganz wichtig und es war ja auch schon ein Eingangsstatement, dem entgegenzuwirken, dass man bei diesen vernetzten Projekten immer denen meist immer unterstellt, dass die Verbindlichkeit recht gering ist und dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie funktionieren. Deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es eine regelmäßige Verpflichtung zum Austausch gibt, einen formalisierten und strukturierten Ablauf dieses Austauschs auch gibt, also eine
Art Agenda, die ja auch gemeinsam in einem Pad erarbeitet werden kann, im Optimalfall schon vorab. Es ist aber eben wichtig, dass dieser Austausch stattfindet, auch wenn es für manche manchmal ein bisschen langweilig erscheint, weil jetzt vielleicht nicht gerade ihr Auftrag oder ihr Teilaspekt oder Milestone betroffen wird. Der Koordinator muss einfach darauf achten, dass die Leute trotzdem am Ball bleiben und versuchen, eine immer größtmögliche Gruppe von Teilnehmern bei diesen regelmäßigen Treffen bzw. Calls oder welche Software auch immer eingesetzt wird oder welche Kommunikationsmöglichkeit. Ich bin trotz Skype, Hangout und Co. immer noch ein großer Freund von Telefonkonferenzen, weil ich auch viel unterwegs bin. Aber das mal, wenn man dahingestellt, ist wichtig, dass viele Leute daran teilnehmen. Wichtig auch, ähnlich wie die Entscheidungsstrukturen und die Verantwortlichkeiten, muss es auch ein gemeinsames Verständnis für die Informations- und Beschlusslage geben. Also gerade wenn es darum geht, Ziele zu korrigieren und ähnliches, muss es ein Gremium oder Verantwortlichkeiten geben, die klar für alle definieren, wenn sich etwas verändert, dass der Beschluss auch einheitlich getroffen wird. Kleines Beispiel aus der Arbeit vom Hybrid Publishing Lab, aber auch zum Beispiel bei der Open Knowledge Foundation, der ich auch im Vorstand bin. Wir nutzen halt einen sogenannten Project Tracker. Das ist eigentlich nichts anderes als ein für uns angepasste Google Spreadsheet. Spreadsheet ist sowas wie Excel, bloß dass mehrere Leute dran arbeiten können. Und dort werden alle Projekte gelistet mit den wichtigen KPIs, Key Performance Indicators, also mit den wichtigen Indikatoren angereichert. Und zum Schluss gibt es dann nochmal so kleine Status-Tabs, die es ermöglichen, einen schnellen Überblick über die laufenden Projekte zu bekommen, über den aktuellen Status und vor allem auch über die Herausforderungen. Also strukturierte Listen über die Teilaufträge oder Milestones zu haben und die immer zu pflegen, ist sehr, sehr wichtig. Vor allem ist aber auch wichtig, die in regelmäßigen Telefonkonferenzen, Audio- oder Videokonferenzen auch abzuarbeiten, durchzugehen und den aktuellen Stand abzufragen und die Teilnehmer auch immer zu bitten, den Stand aktuell zu halten. Archivierung, eingangs schon gesagt, wichtiges Thema. Warum? Weil eben Projekte auch nicht nur gut laufen können, sondern auch scheitern können, aber weil sie eben auch verdammt gut laufen können. Und dann, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man dafür sorgt, dass die Informationen und die Ergebnisse, auch die Zwischenergebnisse, die digital gespeichert werden, so umfassend und so einfach wie möglich zugänglich sind. Grundsätzlich birgt halt digitales Wissen nichtsdestotrotz immer noch die Gefahr, dass gesammelte Daten und Informationen entweder technisch verloren gehen, weil die Infrastruktur nicht genügend rückgesichert ist oder auch vielleicht nicht mehr aufgreifbar sind, weil sich die Standards oder die Dateiformate allein geändert haben. Wer heute mal versucht, so ein Quark-Dokument, einige kennen es vielleicht von Ihnen vor 10 Jahren noch, zu öffnen, der wird mit so ziemlich jeglicher, selbst der wunderbaren Adobe-Software scheitern. Deswegen sollte man sich immer Gedanken darüber machen, dass man Formate und Strukturen sucht und vor allem auch Orte sucht, wo andere Menschen vielleicht auch in 10 Jahren noch die Möglichkeit haben, auf den gesamten wissenschaftlichen Forschungsprozess zuzugreifen. Die Dokumentation des gesamten Projektes sollte ganz selbstverständlich sein. Das wird von den meisten Förderinstitutionen eh schon vorausgesetzt, ist aber leider nicht, in den meisten Projekten leider nicht selbstverständlich. Letztendlich sollte man aber immer darauf achten, dass eine Dokumentation einfach sehr, sehr sinnvoll ist, weil es die Projektdokumentation vereinfacht, so oder so, aber weil es eben auch die Möglichkeit schafft, anderen Wissenschaftlern auf die Inhalte zuzugreifen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen und vereinfacht auch die Marketingmaßnahmen und Ähnliches. Kleines Beispiel eben aus der Forschungsarbeit bei uns. Wir versuchen eben auch so gut es geht, alle Informationen zu veröffentlichen. Das machen wir zum großen Teil auf unserem eigenen Blog. Aber wir versuchen auch Plattformen wie die hier genannte zu verwenden, um Informationen in einem Datenrepositorium oder in offenen Datenrepositorien zu veröffentlichen, wo auch andere darauf zugreifen können. Und, oh, da fehlt ein F bei offenen, zugreifen zu können und letztendlich auch weiter zu verwenden. Das gilt vor allem eben für Zwischenergebnisse, aber auch für negative Ergebnisse, weil die können für andere eben noch einen Wert haben. Also so viel wie möglich publizieren und veröffentlichen auf dezentralen Lösungen, im Optimalfall auch noch unter einer offenen Lizenz. Dann kann, was das Thema Archivierung angeht, nicht viel schieflaufen. Scheitern einplanen, auch ein wichtiger Punkt, recht undeutsch, weil man darüber nicht so gern spricht. Vielleicht in vielen anderen Kulturen auch, aber man sollte von Anfang an einfach ein gemeinsames Szenario für das Scheitern definieren. Das hat den Grund, dass eben Projekte scheitern. Viele Projekte scheitern und wissen es nicht mal und viele Projekte scheitern und die reden nicht drüber. Ich glaube, Scheitern ist sehr, sehr wichtig, um zu lernen. Das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung dafür.
Und ich glaube aber auch, dass Scheitern eben die Möglichkeit gibt, gerade bei größeren Forschungsprojekten und eben auch bei vernetzten Projekten, anderen davon zu profitieren, eben nicht denselben Fehler nochmal zu machen. Das gegenwärtige Reputationssystem, gerade das wissenschaftliche, fördert das nicht gerade besonders. Im Gegenteil, also negative Ergebnisse bzw. negative, in Anführungsstrichen, gescheiterte Ergebnisse zu veröffentlichen, ist, bringt mir in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Karrieresystem nicht viel, leider. Aber eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf das Scheitern anderer oder durch das Scheitern anderer zu lernen, bevor ich die Fehler selber machen muss. Eins der klassischen Anzeigen für Scheitern ist ein ganz klar oder ist recht einfach das Ignorieren und Verschweigen von Problemen. Also wenn Ihnen als Projektkoordinator oder auch als Projektteilnehmer auffällt, oh, da läuft das gar nicht rund und über dieses Thema wird nicht angesprochen, dann sollten Sie erstens versuchen, das Thema anzusprechen, aber zweitens, wenn das ein sehr fundamentales Problem ist, dann ist es schon ein erstes Anzeichen, dass das Projekt zumindest in die falsche Richtung läuft. Wie gesagt, nur wenn das Scheitern kommuniziert wird, können andere auch lernen, sonst bringt das nichts. Und auch Scheitern sollte, oder letztendlich auch bei einem Scheitern eines Forschungsprojekts, ob es jetzt vernetzt ist oder analog, sollte man versuchen, die Ergebnisse am Ende zu publizieren und auch zu veröffentlichen, denn negative Ergebnisse können mittlerweile veröffentlicht werden. Das ist jetzt kein High-Impact-Journal oder ähnliches, aber ein Beispiel ist das Journal of Negative Results in Biomedicine. Dort werden quasi per se nur negative oder in Anführungsstrichen gescheiterte Ergebnisse veröffentlicht. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, wo sich noch viel tun muss, um von anderen Projekten zu lernen. Sind wir schon beim vorletzten Punkt und dann sind die 40 Minuten ja auch schon glatt rum und wir können dann vielleicht in die Diskussionsrunde oder in die Nachfragenrunde umsteigen, Retrospektiven anstreben. Das ist auch eine Sache, die aus der agilen Softwareentwicklung kommt. Gerade Scrum, vielleicht sagt das einigen von Ihnen, da geht es halt eben um das agile Projektmanagement bei der Softwareentwicklung. Kann man sich im Rahmen des agilen Manifestos, was ich vorhin gezeigt habe, mal angucken oder einfach mal googeln. Das ist quasi so eine Art Framework für das Projektmanagement in Softwareprojekten, was sehr spannend ist. Und eins der Kernbestandteile dieses Frameworks ist eben die sogenannte Retrospektive. Ähnlich wie bei dem Scheitern ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder zurückguckt, um zu schauen, was lief nicht gut, was lief gut, um daraus lernen zu können und auch andere daran partizipieren oder ihnen die Möglichkeit zu geben, daran zu partizipieren, was eigentlich passiert ist. Also solche regelmäßigen Retrospektiven haben die Möglichkeit, eben immer einen konstruktiven Rückblick auf das Geschehene, oh, hier sind noch mal Rechtschreibfehler, der Geschehende, durchzuführen. Dabei kann man eben recht einfach eine Möglichkeit schaffen, um zu bewerten, was eben gut und vor allem aber auch was schlecht gelaufen ist, um vielleicht für den weiteren Projektverlauf daraus noch zu lernen und seine Schlüsse zu ziehen. Das ist, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil von agilen Methoden. Meist, gerade im Scrum, ist es so, dass man immer versucht, das nicht durch ein Mitglied des Teams moderieren zu lassen, sondern durch einen externen Kollegen. Das kann ich aus eigener Erfahrung für wissenschaftliche Projekte auch sehr empfehlen. Gerade wenn man es hinkriegt, jemanden Externes dafür zu gewinnen, sowas regelmäßig mit dem Team zu machen, weil dort einfach dann wirklich die Probleme auf den Tisch kommen, die herrschen und nicht nur die Probleme, die letztendlich ja, einfach offensichtlich sind für allen, sondern vielleicht auch die Motivation oder die Gründe für Probleme dahinter. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem bei vernetzten Projekten, wo man sich eben nicht so häufig gegenüber sitzt und vielleicht das Augenverdrehen des Kollegen gegenüber am Ende der Skype- oder Telefonleitung sieht, das aber vielleicht ein Indikator dafür wäre, dass da was nicht ganz gut läuft. Wie gesagt, optimales Mittel zur kontinuierlichen Verbesserung und vor allem muss man mittlerweile sagen, dass wenn man diese Retrospektiven regelmäßig macht und gut kommuniziert und auch offen kommuniziert, sehen die Forschungsförderer sowas eben auch gerne spätestens bei der Evaluation und auch Retrospektiven können eine Möglichkeit sein für Marketing. Kommen wir zum letzten Punkt. Teamwork. Teamwork, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, man sollte immer wieder daran, auch wenn man sich eben vielleicht noch nicht so gut kennt oder nur über digitale Medien kennt, daran appellieren, dass Teamwork eine wichtige Sache ist. Alle ziehen letztendlich, glaube ich, an einem Strang. Es gibt Leute, die vielleicht weniger Lust haben, andere, die mehr Lust haben, Leute, die intrinsischer motiviert sind und andere, die das quasi nur als Job sehen. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, immer wieder dafür zu sorgen und das kann man vielleicht durch einige der Punkte, die ich hier genannt habe, dass man sich gegenseitig hilft und vor allem es eben schafft, gemeinsam die Probleme zu beseitigen und letztendlich auch zu einem gemeinsamen Ziel am Ende zu kommen.
was alle gut finden, beziehungsweise was alle sich am Anfang so gedacht haben und dann vielleicht trotz digital und vernetzten Projekten auch viel Spaß hat. Das war's. Vielen Dank. Hier ist nochmal der Link auf den Text organisieren in dem Book Co-Science. Gerne raufklicken, gerne lesen, gerne kommentieren und vor allem auch gerne verändern. Ich glaube, es ist nicht der Link zu der dynamischen Version, aber da gibt es auch eine dynamische Version. Wenn ihr Anmerkungen oder Sie Anmerkungen haben dazu, dann gerne auch im Wiki eintragen. Vielen Dank. Jan, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Super interessant. Knifflige Frage. Ich könnte jetzt fast anfangen und sagen, auch das hängt wieder vom Projekt ab. In den Projekten, in denen ich gearbeitet habe und in denen wir aktuell arbeiten, glaube ich, funktioniert es gar nicht, ohne Außenstehende mit einzubeziehen, weil die Zielgruppe, die wir in den Projekten des Hyper Publishing Labs, aber jetzt auch bei der Open Knowledge Foundation adressieren, ist ja quasi die Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass man sehr viel über seine Zielgruppen früh genug lernen sollte und sich eben gemeinsam auch darüber klar werden sollte, wer seine Zielgruppe ist. Und wenn diese Zielgruppe die Öffentlichkeit ist, sollte man die von Anfang an mit einbeziehen und denen die Möglichkeit auch geben, das Projekt nicht nur zu verstehen, sondern auch zu leben. Das ist institutionell manchmal nicht möglich, politisch manchmal nicht möglich. Ich fände aber schön, wenn man das wenigstens trotzdem versuchen würde. Und Twitter ist ein wunderbares Mittel dafür. Ja, danke. Christian, ich sehe es, wie gesagt, eigentlich ganz genauso. Die Sache ist ja, dass man sich was verschenkt, nicht? Wenn man die Bühne sozusagen, die Online-Öffentlichkeit darstellt, nicht nutzt, um auch während eine Arbeit läuft oder so Kontakte aufzubauen, interessierte Rückfragen zu nutzen und auch wenn es jetzt unmittelbar vielleicht dann nicht direkt Projektmitarbeiter werden, die mit denen man da kommuniziert, lohnt es sich meistens. So als vorletzte Frage würde ich gerne mal von dir wissen, weil ich immer wieder Diskussionen darüber führe und mir da selbst nicht so ganz sicher bin, wie du das einschätzt, die Mentalität, die nötig ist, damit das funktioniert. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses etwas in einem etwas öffentlicheren Stil zusammenzuarbeiten in einem Projekt oder so, dass das gerade in Deutschland offenbar manchen schwerer fällt. Ich weiß nicht, oder vielleicht ist das Einbildung, dass es irgendwie so eine Nationaleigenschaft ist. Also, auf jeden Fall begegnet mir in der Kommunikation über diese Themen ganz oft so etwas wie, naja, es ist mir peinlich, ja, so etwas. Also ich habe selbst einen Anspruch an eine Perfektion von dem, was ich nach draußen zeige, die dazu einfach nicht passt, das geht nicht. Ich kann erst das fertige, in sich geschlossene, fertige Produkt zeigen. Und was mir auch begegnet ist, so eine Haltung von, naja, das hängt gar nicht mit meiner eigenen Einstellung zusammen, sondern letzten Endes bin ich ja nur Rädchen in einem Wissenschaftsgetriebe und ich werde danach bewertet, wie ich öffentlich rüberkomme. Und das darf nicht improvisiert oder halbfertig oder unschlüssig sein, was ich zeige, sondern aufgrund dieser Anforderungen an eine akademische Laufbahn oder so, kann ich es mir nur erlauben, fertige Dinge zu zeigen oder so. Kann das sein, dass das in Deutschland präsenter ist oder so? Gibt es eine Strategie oder Überlegung, wie man damit umgehen kann, mit dieser Schwierigkeit, die Chancen des offen Online-Zusammenarbeitens zu erkennen? Wie schätzt du das ein? Also ich glaube schon, dass es gerade im europäischen und vor allem auch im deutschen Kontext da auf jeden Fall Nachholbedarf gibt, was die Öffnung von wissenschaftlichen Projekten angeht. Ich glaube auch, dass es vielfach der Fall ist, und da gibt es ja auch einige Beispiele für, dass so Themen wie, was wollte ich sagen, genau, dass es einfach eine Situation gibt in Deutschland, wo es zum Beispiel schon der Fall ist, wo man vielleicht von älteren Fachkollegen oder Kolleginnen, aber auch von anderen des gleichen Alters schief angeguckt wird, wenn man weitaus mehr twittert, als man publiziert, was, glaube ich, für jeden, der einmal angefangen hat zu twittern, glaube ich, recht normal ist. Und dass man, wenn man über soziale Medien und offen kommuniziert, vielen anderen Wissenschaftlern schon den Eindruck gewinnen könnten, Moment, warum hat er eigentlich Zeit dafür? Eigentlich soll er doch forschen in seinem Elfenbeinturm, ohne die Einbeziehung von anderen. Ich glaube aber eben, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass soziale Medien und die offene Kommunikation über Forschungsprojekte eben doch große Vorteile hat, was das Ergebnis angeht. Und was die Strategie angeht,
kann ich dir sagen, es gibt immer Schlupflöcher, selbst bei einem so starren Reputationssystem wie oder Karrieresystem wie in dem der Wissenschaft. Also ein Beispiel ist, wenn man jetzt nicht seine gesamte Publikation öffnen will, gibt es aber natürlich sicher immer die Möglichkeit, einen Abstract vorab zu veröffentlichen und die Fachöffentlichkeit zu fragen, welche Literatur dafür interessant sein könnte. Also das habe ich zum Beispiel mache ich im Rahmen meiner Doktorarbeit. Meine Doktorarbeit wird offen geschrieben, also der aktuelle Stand, und ich bin mir selber immer nicht ganz bewusst darüber, ob das so eine gute Idee war oder nicht, kann eins zu eins im Internet gelesen werden. Das hat auch trotz der Promotionskommission bzw. trotz der Promotionsordnung geklappt, obwohl da ja drin steht, dass man eine Doktorarbeit nicht vorab veröffentlichen darf. Aber da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, man darf zwar die Arbeit nicht kommentieren und mir direkt dabei helfen, aber es gibt immer die Möglichkeit, über den Blog mir Literaturempfehlungen zu schicken. Und man mag es nicht glauben, tatsächlich kommt darüber auch was rein. Und ich glaube, um das als Bild zu nehmen für andere Forschungsprojekte, selbst wenn die Strukturen politisch oder institutionell nicht auf offen gestellt sind, gibt es immer wieder Aspekte eines Forschungsprojektes, wo man darüber nachdenken sollte, nicht nur aus Marketinggründen, sondern auch für die Qualität des Forschungsprojekts Punkte zu öffnen oder zumindest offen darüber zu kommunizieren, wie sich dieses Projekt entwickelt, um davon zu profitieren, was andere darüber denken, die entweder aus der Fachöffentlichkeit kommen oder vielleicht sogar aus der Lebenswirklichkeit. Großer Appell daran, immer wieder zu gucken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, die vielleicht auch unter dem Radar sind der Institutionen, die Öffnung voranzutreiben und dafür zu sorgen, am täglichen Arbeiten an Forschungsprojekten dafür zu sorgen und zu beweisen, dass offene Forschung die bessere Forschung ist. Ja, vielen Dank, Christian. Das war, glaube ich, ein perfekt passendes Schlusswort, auch rein zeitlich. Die Stunde ist nämlich jetzt doch schneller rumgegangen, als wir erwartet hatten. Nochmal ganz vielen Dank, Christian, für den Vortrag und für Fragen und Antworten. Das war, denke ich, nochmal eine spannende Ergänzung zu eurem schriftlichen Kapitel.